Und dann warte, nein, ich stell mich drauf, okay? Okay, BOM! Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem Let's Play Star Wars, die komplette Saga. Wir spielen das Ganze nicht allein, sondern mit dem Chow, vor dem habe ich schon irgendwie vor einer langen, langen Zeit etwas gespielt. Echt lang. Ein Horror-Game. Ich habe es mir erst noch nicht viel angeschaut. Kommst du mal? Yep. Und das Spiel ist schon ein bisschen älter, man sieht's, glaube ich. Wir spielen das Ganze auf einem Xbox-Controller. Und hier ist schon hart am Bauen. Ja. Hier am Lego bauen, der Lego-Meister. Ich kann Lego bauen, okay. Du kannst Lego bauen. Ja, ich habe einen schönen Bart. Schöner Bart. Mir gefällt der Bart. Ich habe einen schöneren Bart als du. Zeig mal deinen Bart. Ich habe keinen Bart. Oh, du bist belassen, ne? Dafür stehen die Mädels auf mich. Richtig kacke. Ja, ja, ja. Siehst du? Oh mein Gott, oh mein Güte, lass mal erstmal hier. Okay, lass mal erstmal hier Level machen oder so. Das wäre voll klasse, glaube ich. Die Verhandlung. So, Story. Denn anderes haben wir noch nicht. Hier darf man nicht irgendwas sagen, wie zum Beispiel, wie die Laserschwerter aussehen könnten. Nee, kann man nicht. Okay, okay. Sowas ist hier. Weil du weißt ja, ich habe nur Blockflöten-Söhne als Publikum und die verstehen das noch gar nicht. Ne? Ja, so. Gut. Wollen wir das skippen? Star Wars-Fans werden uns hassen, aber. Ja, es war einmal, ja. Halt am Maul und skippen. Okay, Kapitel 1 und Drogen. Da ist das rote Schiff, genau. Da ist das rote Schiff. Ist das rot? Das ist rot-weiß. Mal als Erklärung, warum ich mir das Spiel überhaupt geholt habe. Denn wir beide haben das vor langer, langer Zeit in einer weit, weit... Nee, das war irgendwie anders. Nein, das war... Vor langer, langer Zeit gespielt und es gemocht. Ich habe es damals auf der Wii gespielt, tatsächlich. Fand ich Steuerung eigentlich... Augentlich. Eigentlich sehr gut. Fand ich sehr gut, die Steuerung. Und hier wird sie natürlich hoffentlich auch so toll sein. Wobei ich natürlich kein Consolero bin und am Controller nicht so fit bin. Ich bin es natürlich gewöhnt, weil... Ja. Xbox und so. Ja. Ich muss sagen, das Spiel ist noch sehr bescheiden. Vor allem was die Einstellung angeht. Das ging mir hart auf den Sack. Ja, vor allem bei der Soundeinstellung. Das Einzige, was ich ja machen muss, ist einfach nur B drücken. B drücken, ja. Nein, du sollst nicht mich schlagen. Es hat einen unglaublich krassen Schwierigkeitsgrad. Wenn man stirbt, ist das scheißegal, weil du einfach wieder aufstehst. Yep. Also, respawnst. Ist klasse. So, wir werden jetzt... Hier gibt es auch einen Haufen Easter Eggs in dem Spiel, worauf wir natürlich nicht eingehen werden. Really? Jedenfalls erstmal. Es gibt einen Haufen. Gerade im ersten Level. Also, die kannst du jetzt beim ersten Spielen die meisten gar nicht machen. Aber hier gerade, wenn du jetzt dir so den C-3PO von da hinten holst... Also, ist ja nicht C-3PO, aber der... Wie heißen die Droiden nochmal? Doch, das ist der eine. Nee, ist ja nicht C-3PO. Oh, Wer ist das? Das ist ein... Oh. TC-14. Alles Karl. Alles Karl. So, und dann macht er das mal. So. Okay. Ich habe mir das mal wieder gekauft, diesmal für den PC. So ein bisschen nostalgisch. Hab bisher auch nur ein Level gespielt, ohne dich. Also, wir haben jetzt auch noch kein Level gespielt, das ist jetzt auch unser erstes Level. Ja, jetzt kommt wieder Teamwork, wieder Alter. Ein bisschen hacken. Jetzt kommt das Teamwork. Ja, Meisterhacker. Bam, bam, bam. Geträgt. Guck, man hört die Controller. Ich hab ihn, das wird eklig. Geraggelt. Oh, was ist das? Hast du ihn E-Skat rekettiert? Oh. Oh mein Gott, da kommen Menschen, das wird ja für... Nee, Menschen irgendwie, ich glaube eher weniger. Pass auf, du gehst vor mir. Ich kann ja ein bisschen laufen. Du kommst vor... Oh, ja, okay, dann halt nicht. So, mit BB kannst du blasen? Ah ja, da war ja was. Kannst du blasen? Ja, da kann ich blasen. Ah, ja. Das kann ich. Da. Ups. Ich das ist immer noch geil. Ich bin Expert. Da hast du immer... Oh ja, das ist herrlich. Ich weiß warum nicht, was das in dem Spiel zu tun hat. Finde ich jetzt... Guck, ich hab weiße Macht, Alter. Ja. Ich kann nicht schon nicht so. Du bist Mace Windu. Ja. Du machst das richtig scheiße, Mann. Ja, finde ich gut. Ich mach das richtig scheiße. Finde ich gut. Ja. Mein Mentor. Nee, ich bin ja der Alte, ne? Ja, du bist der Alte, sagt der Kapitel. Oh, ja, jetzt schon wieder. Ui. Finde ich doch immer. So, komm, wir gehen mal weiter. Hier nach rechts, so weg. Super Mario-Style. Upsala, sorry. Ah ja, hier kommen die Droidikas. Oh, ja. Ah, wie episch die anrollen. Mutzig. Mutzig. Das neue Design finde ich von ihm irgendwie... Naja, schöner. Ich finde es... Naja, ich finde es schön. Die alten besser. Wir haben natürlich auch beide Lego Star Wars 3 gespielt. Ich auch in der Wii, er auch in der Xbox. Ich bin gestorben, aber ich bin wieder auferstanden. Ich bin einfach fucking Jesus. Was willst du machen gegen? Ja, nur, wenn du von oben... Ja, ja, klar. Dann den Schild kaputt machen. Ja, oder halt... Die ganze so ist es auch in Lego Star Wars 3. Ja, ja. Jo. Nein, bei Lego Star Wars 3 kannst du die noch mit der Macht wegkippen. Ah, ja. Echt? Ja, ist gut. Voll die Nerds, Alter. Ja. Aber skippen das Intro. Alles klar. Aber skippen das Intro. So, was machen die roten Steine hier? Haben die hier eine Berechtigung? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Komm, ich
kann auf die draufhüpfen. Ach, okay. Dann. Ohne dran checken zu bleiben. Das ist sinnvoll. Warte, finde ich gut. Das wollte ich. Ah, lol. Hä, hey, das kann ich noch gar nicht. Schau mal, ein Easter Egg. Ich hab das Fließband. Warte, wenn es da jetzt einen roten Stein gibt. Hm? Ah, kam da noch was? Hm? Ich hab das Fließband angehalten. Geh weg. Wups. So, wow! Hast du ihn jetzt hier getracketiert oder wie jetzt? So. Guck mal, der wird immer neu gespawnt. Hat er mal gekommen. Oder so kommen wir Herzen sammeln. Guck, der wird immer neu gespawnt. Wenn du ihn tötest, gibt's wieder mal ein Herz. Wow! Ups. Du bist ein Genius. Da hab ich grad nicht so. Oh nein, mein Meister. Oh, ich kann ja da noch. Genius. Get regeneriert. Aber Ease. Komm her. Nein. Oh nein! Was soll ich jetzt nur machen gegen einen Droiden? Ja, ich bin drauf, Alter. Ja. Geh weg. Das warst du jetzt. Oh mein Gott! Komm jetzt. Du holst ihn. Lol. Wow. Ich dachte ich einfach, gedreckt und ist dann weggegangen. Und warum bin ich? Er ist weggetreten. Ich will ja nicht pushen, aber Y ist eine schöne Taste. So, wir sind wieder da. Wir sind back, denn Kaliber ist buff. Oh, nee, das war andersrum. Nein. Wir mussten das Ganze wegen Steuerungsproblem. Oh Mann. Guck mal, ich hab 20 Geld. Nochmal neu starten. Und deshalb hacken wir jetzt mal hier so Hacker, Bastard, was. Und warte. Oh. Pass auf, du bist zuerst reingegangen. Ja. Und kommst dann doch als Letzter. Da sieht man, die Ersten werden die Letzten sein. Du meinst, die Letzten werden die... Ach so! Jetzt gehen wir Assess. So, wir haben das erste Level geschafft. Ja. Das ist ja ganz große Klasse. Das ist Skill, Alter. Ja. Und das ist, glaube ich, auch schon die erste Folge, oder? Nein! Machen wir so jede Folge an. Nein! Ach du Scheiße, weißt du, wie viele Level es gibt? Ja, weiß ich. Pro Level, 6 Level. Ja. Also pro Saga. Ja, unter anderem. Auch neben anderem. Aber über anderem auch. Aber das ist nur sonntags. Ja. Ja. Gut, es sind 36 Aufnahmen. Jux, das war das erste Level. Wir nehmen ja gleich noch eine auf. Ah, ja. Das war die erste Folge. Viel Spaß noch in eurem Leben. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.